So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele wir tatsächlich noch haben. Die habe ich, glaube ich, alle schon abgeräumt, ne? Genau. Ach, halt, da war noch einer. Zack. Hier keiner mehr. Unten müsste mal noch welche sein, wenn ich mich recht entsinne. Und ansonsten schmeißen wir da gerne mal wieder welche nach. Juhu. Hier nicht so. Da nicht so. Da so. Und da so. Und da so. Und da so. Und da so. Ja so. Und da so. So, ich hoffe mal, das reicht. Und wenn nicht, dann sollten wir vielleicht jetzt notfalls schon welche nachlegen. Ich pack mal ganz kurz die Cleanies alle hier rein. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Dann hole ich mir mal ganz kurz. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. So. So, die kommen rein. Huch, das ist natürlich jetzt ganz toll mit dem Grafikfehler. So, jetzt da rein, da rein. Und da liegt keine Kohle drin, das ist natürlich klar. Scheiße. Da schmeiße ich dann auch mal Kohle nach. Während die Welt um uns rum versinkt aus Grafikfehlern. Denn die Engine muss ja eine Feueranimation starten, eine Bitmap-Feueranimation. Das ist natürlich schon sehr krass. Da kann so eine hochwertige Cry-Engine wie hier bei Minecraft, die kann ja schon mal ins Schwitzen kommen. So. Hilfe. Hilfe. Na also. So, wir brauchen noch den Stack Kohle, weil ich glaube, da sind ja zwei nicht angesprungen. Hier fehlt noch Kohle drin, zack. Und hier fehlt auch noch Kohle drin, zack. Fehlt hier auch noch Kohle drin, da fehlt auch noch Kohle drin, ist ja unglaublich. Da muss ich echt mal wieder bald abbauen gehen. So, dann machen wir uns neue Cleanies. Die alten nehme ich natürlich mit, die brauchen wir ja. Und dann machen wir zapp, 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 zapp. So, nehme ich nur die 64er Stacks mit. Den 52er lasse ich mal hier. Hups, den nehme ich natürlich auch noch mit. Tirpi. So, und wir fliegen abermals hinüber. Es ist eine große Wonne, dauernd zwischen den Landschaft hin und her zu fliegen. Da hinten haben wir ja auch noch was zu tun, da hinter dem Wall. Und da ist ja auch noch der Turm, den wir machen müssen und so weiter. Wir haben ja auf jeden Fall noch einiges, 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 einiges vor uns. Über die Scheißhaus fliegen hier. So, ich würde sagen... Huch! Bringst du die Fliegen mit? Ich würde sagen, dann mache ich mal den hier. Warte. So und so. Zapp. Und den hier mache ich auch. Wir machen ja eh gerade neue Cleanstones. Da ist das ja, glaube ich, in Ordnung. So. Zapp. Und da müssten wir eigentlich genug von den Dingern haben. Ein paar schmeiße ich jetzt mal hier in die Kiste. Dann haben wir da welche auf Vorrat. Und ein paar mache ich jetzt quasi zu einer Treppe. So. Teure Treppen. Und jetzt wollte ich hier mal gucken, wie das ist, wenn ich das vielleicht das auch so mache. Ja, wenn ich das da genau so mache. So war es geplant. So, wie sieht denn das aus? Dann haben wir da so eine komischen Dinger. Mit einem Zweierraum und da haben wir Dinger mit einem Einerraum. Stimmt, weil wir das so rumgemacht haben. Es wird schon irgendwie gehen. So, man wird es, glaube ich, hoffentlich überleben. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Da kommt jetzt so ein Ding hin, dann kommt da... Kommt da die Treppchen wieder hin, zack. Und da kommt dann natürlich... So ein Einerviechchen. Wie wir das dann oben machen, das sehen wir dann ja später. Hier, da geht's einfach ganz normal weiter. So. Dann kommen wir hier auch mal vorwärts.
Nein! So. Das sieht richtig aus. Und jetzt weiter, weiter, weiter. Jetzt so. Jetzt so. Weiter, weiter, weiter. Nein, das war falsch. Aber geht natürlich auch. Sieht dann nur aus wie ein A. So, siehst du, Schmetterlinge geben uns recht. Jetzt machen wir hier nochmal weiter. Und weiter, weiter. Jetzt bin ich durcheinander. So, Moment, wir haben es ja gleich. Also gleich haben wir es ja geschafft. Es kann sich noch um Jahre handeln, wenn das hier weiter so geht. So, Sekunde, hier weiter, weiter. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt bringt mich das aus dem Konzept, dass ich da anders gebaut habe. Moment. So, so. Weiter, weiter, weiter. Nein, das müsste jetzt so rum sein. Zack. Nein, verdammt. Ich verwechsel das immer bei den Treppen. Das wird sich nie ändern, dass ich das mal richtig, mir richtig merke. So, da und da. So. Dann wird dem ersten Ding auch gleich durch, wie es aussieht. Ich sollte das aber direkt eigentlich... Ne, ist so, ne? So, genau. Ich sollte das aber direkt richtig machen oder direkt noch weitermachen. Hier sind wir ja erstmal am Ende. Schafe. Huch. Was ist denn das andere? Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Was ist das? Ist das ein Wolf? Das sieht aus wie ein Wolf. Oder ein Hund. Oder ein Gepard. Oder ein Panther. Oder... Irgendwas mit einer Schleife auf dem Kopf, mit einer schwarzen Gothic-Schleife. So, dann wechsle ich mal kurz wieder nach oben und baue mal ein wenig die Brücke weiter, damit wir hier alles direkt aus einem Guss kriegen. Er hat Guss gesagt. Halt die Schnauze. So, wir brauchen diese Dinger hier. Und zwar alle, die wir kriegen können. Die werden jetzt nämlich verwurstet. So, dann mache ich das erstmal da oben rein und dann... Dazu braucht man das nämlich am besten gleich mit. Dazu braucht man noch Holz. Also normales Holz haben... Ach, scheiße, hätte ich gleich mal mitnehmen sollen. Willst du Verstecken spielen? Versteckst du dich in der Kiste? Hm? Was denn? Willst du mich ärgern? Nicht. Lassie, was willst du mir mitteilen? Du willst an den Baum pinkeln. Naja, jetzt hör auf, mich erwartungsvoll anzugucken, dann dahin in den Busch zu gucken. Moment, das hört sich jetzt auch ganz, ganz schäbig falsch an übrigens. Das habe ich nicht gesagt. Zum Glück versteht sie mich nicht. Huch. Ich bin immer noch im Überlegen, ob das irgendwie vielleicht ein bisschen... Also angenommen, haben wir Holzstufen überhaupt noch hier? Ich will das mal ganz kurz austesten, ob man das vielleicht nur ein bisschen... Aber wir haben eh keine Holzstufen hier, insofern kann ich es auch nicht austesten. Wir brauchen dringend Holz. Deswegen... Jetzt lauf doch nicht... Du willst mich doch verarschen? Na, Alter, jetzt reicht's aber. Aha, so sieht das also von oben aus. Bis da hinten geht das. So, können wir jetzt bitte nochmal ganz kurz rüberfliegen? Ich brauche nämlich Holz und ich hoffe, hoffe, dass wir noch ein bisschen... Ich Hessel hoffe, dass wir noch ein bisschen Holz haben da in der Truhe. Das wäre nämlich sonst ein bisschen sehr ungeil. So, please, please, please. Ja, ein bisschen haben wir noch. Also, geringfügig. Ich weiß nicht genau, ob es reicht. So, dann geht's gleich wieder rüber. Wie gesagt, ich wollte ja nur Holz holen. Und ich hoffe, Cobblestones haben wir da noch genug. Aber wir haben ja auch genug aus den Wänden gerissen. Das müsste eigentlich gehen. Und diese dicke Brücke da links müssen wir mal wegreißen. Diese Schnellstraße. Puh.
Ich dachte, die will jetzt in die Kneipe gehen. So. Jetzt kommen wir schließlich. Holz haben wir jetzt auch. Das heißt, ich kann mir das ja... Kann ich mir schon mal vorbereiten gerade. Was wir noch brauchen, sind diese Dinger. Die haben wir aber auch. 64. 64, 64, 54. Das wird hoffentlich reichen. Ich schau mal, oder? Hätte ich eigentlich auch... Ach, weißt du, da kann ich auch alle Stacks machen. Zack. So. Dann reise ich erstmal ganz weit dort hinten hin. Ach so, das haben wir... Ach, das haben wir noch nicht gemacht, deswegen... Hier fehlen auch die ganzen anderen Stufen. So, jetzt erstmal, ich hoffe, da komme ich unten weiter. Wir gehen bis da hinten, bis zu dieser Insel gehen wir, ne? So, wupp, wupp. Wupp und wupp. Das sollte ja hoffentlich nicht mehr allzu weit sein. Ich beginne mal... Ach komm, ich beginne mal einfach hier. Während im Untergrund der Ozean schwindet, ich bitte das mal zu ignorieren. Ich habe ja trotzdem noch, ich habe noch Multicore gestellt. Also auf Multithreaded sozusagen beim Mannschaftsaufbau. Einfach nur, damit es ja ein bisschen flüssiger läuft. Weil Minecraft hier momentan sowieso ein bisschen am Rumspinnen ist. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss vielleicht das ganze Ding mal wieder runterhauen und mal komplett ganz sauber installieren. Obwohl das ja eigentlich bei den Updates immer klappen sollte. Trotzdem habe ich das Gefühl, je länger man Minecraft spielt, vor allen Dingen so 3 Jahre lang, desto mehr wird es nach und nach ein bisschen Schrott. Nein! Mann, hör auf mit der Scheiße! Nicht schon wieder! Das war nämlich gestern genau der gleiche Mist, also heute Morgen in der ersten Aufnahme, dass er immer auf diese Steinziegelstufen gegangen ist. Das liegt natürlich nicht an Minecraft selbst, sondern das liegt natürlich an dem Inventory-Mod. Der dann automatisch irgendwelche Slabs reinzieht, hauptsache aus Stein, was natürlich komplett falsch ist. Na. So, wir kommen langsam in verschiedene, in normale Gefilde. Ich glaube, wir dürften gleich an der Insel angelangt sein. Na los. Ja, sieht gut aus. Hervorragend. So, da sind wir jetzt also. Und der Weg führt uns dann quasi hier so her. Aha. Und dann schauen wir mal, ob die Brücke nicht direkt in einen Tunnel übergeht. Durch den Berg hindurch. Und dann auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Auf der anderen Seite ist bestimmt prädestiniert für eine Steinstadt. Ich gehe mal ganz kurz lugen. Wenn ich überhaupt auf die andere Seite komme. Ich komme nicht auf die andere Seite. Ich komme hier nur rechts vom Berg runter. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich einen Tunnel durchmachen. Und müssen das Beste hoffen, dass wir da irgendwas Interessantes finden. Wo es sich richtig schön bauen lässt. So, jetzt aber erstmal das Fundament der Brücke weiter. Dann haben wir die auch schon mal weitergezogen. Und vielleicht kriegen wir die tatsächlich auch fertig. Man glaubt es gar nicht. Nein, nein, ich verfluche dich. So. Ach, ich freue mich. Auch wenn die Insel ein bisschen länger dauert. Guck mal, da unten die Höhlen, die verschiedenen. Schön. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Auch das mit der Brücke. Und auch wenn wir momentan viel bauen. Und lalalala. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber da kommen wir natürlich nicht umhin. Wie gesagt, es ist ja Minecraft. Und wir wollen ja eine Fantasy-Welt aufbauen. Deswegen müssen wir ganz viele Bauphasen machen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Ich gucke ja ängstlich gerade rechts zum Monitor, ob die Aufnahme noch läuft. Die Videoaufnahme. Bin jetzt gerade ein bisschen geimpft, glaube ich.